Klarheit, Dringlichkeit und Güterabwägung. Mein Name ist Philipp Hauster, ich bin der Gründer und CEO von Thermondo. Thermondo ist der deutsche Marktführer im Bereich Hauswärmelösungen, also Heizungen auf gut Deutsch, für Ein- bis Zweifamilienhäuser. Und wahrscheinlich sind wir auch der europäische Marktführer im Bereich Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist ein Energiewunder. Die braucht eine Kilowattstunde Strom und erzeugt so 3 bis 4,5 Kilowattstunden Wärme. Wenn ich das vergleiche mit einer Gasheizung, die braucht eine Kilowattstunde Gas und erzeugt etwas weniger als eine Kilowattstunde. Wir haben jetzt so 90 bis 95% Effizienz. Und jetzt ist ja die Frage, die man sich stellen muss, wenn man eine 20-Jahres-Entscheidung trifft. Und eine Heizungsentscheidung ist immer eine 20-Jahres-Entscheidung. Und jetzt muss man mich fragen, wie verhält sich denn der Gaspreis oder der Heizölpreis und der Strompreis für die nächsten 20 Jahre? Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir Gas und Heizöl teurer machen werden oder auch teurer machen wollen und müssen versus Strom, die ist einfach extrem groß. Es gibt schon einen CO2-Preis und wahrscheinlich wird er noch deutlich ansteigen. Wir haben so 1,5, 1,6 Millionen Wärmepumpen. Die Regierung hat jetzt das offizielle Ziel für Deutschland ausgerufen, 6 Millionen Wärmepumpen bis 2030. Auf der Ebene der EU sollen es übrigens 30 Millionen sein. Auch da hat die Kommission ein Ziel gesetzt. Und das brauchen wir auch, denn eine Heizung hält 20 Jahre. Ja, wenn ich also 2045 CO2-neutral sein will, das wollen wir in diesem Land, das ist ein Gesetz, dann muss ich spätestens 2025 aufhören, fossile Energieträger zu verbauen. Vor allen Dingen investieren wir jedes Jahr viele Millionen in unsere eigene Software, die uns eben ermöglicht, Handwerk zu skalieren. Eine Wärmepumpeninstallation ist hochkomplex. Ich brauche 3 Gewerke. Ich habe die Anlagenmechaniker, das sind die Heizungsbauer. Ich habe den Elektriker oder die Elektrikerin. Und ich brauche jemanden, der ein Fundament setzt. Das muss ich orchestrieren, dafür muss ich beschaffen. Das muss alles sinnvoll stattfinden. Ich muss Fördermittel organisieren für meine Kunden. Und all das ist auf unserer Softwareplattform drauf und erlaubt uns halt mit so wenig wie möglich Humankapital einen besonders hohen Durchsatz zu schaffen. Und das hat eine hohe Relevanz zum Beispiel in einem Land mit Fachkräftemangel. Mein größter Wunsch ist Dringlichkeit. Im Moment glauben wir, dass wir noch Zeit haben. Und dabei wissen wir, wir haben keine Zeit mehr. Das Beispiel Wärmepumpe ist ja ein gutes Beispiel. Die hält 20 Jahre. Da muss man so heute entscheiden und nicht in 5 Jahren oder 10 Jahren, wie ich an dieser Stelle klimaneutral werde.